Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 14. Wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben. Und nun geht es darum, hier nochmal ein paar Nebenquests zu machen. Und ja, ein bisschen was wie Marodeur-Rede und Hauptquest und so weiter und so fort. Aber erstmal das hier. Willst du dich nicht zum Wohl der Glockenburg nützlich machen? Ich habe gerade eine neue Pflanzenschutzmittel entwickelt, für das ich eine besondere Zutat benötige. Eine gallefarbene Absonderung. Die Absonderung wird von Marienkäfern abgegeben. Erledige genug davon, bis du drei Becher ihrer gallefarbenen Absonderung gesammelt hast. Dann bringen sie zu mir. Ölläuse, einer der Lieblingsspeisen der Marienkäfer, produzieren eine halbdurchsichtige Glibberschleim. Wenn du ihn auf der Altiklavende aufträgst, dauert es nicht lange, bis der Geruch ein paar hungrige Marienkäfer anlockt. Yay, Marienkäfer töten. Wenn nichts lieber tun als das. Ja, einen kleinen Marienkäfer. Ich haben wir noch mehr Marienkäferchen. Oh, und jetzt wieder da hoch. Also das ist so das einzige Nervige. Aber es passt schon. Passt schon. Erlege Marienkäfer, bis du drei Becher ihrer gallfarbenen Absonderung gesammelt hast. Ja, haben wir. Du hast also ein paar Marienkäfer anlocken und erledigen können. Sie sind die natürlichen Feinde von der Ölläuse. Der Geruch ihrer Absonderung wird die schädlichen Ölläuse von meinen Pflanzen fernhalten. So habe ich es mir jedenfalls ausgedacht. Man muss es halt mal ausprobieren. Tada! Nächstes Level ab. Rollenkommandos. Du hast ein Rollenkommando erlernt. Rollenkommandos sind Zaubersprüche oder Waffenfertigkeiten, die alle Klasse innerhalb einer Rolle ver Verteidiger, Nahkämpfer, Fernkämpfer, Heiler zur Verfügung stehen. Sie werden auf einer bestimmten Stufe erlernt, können dann auch mit anderen Klassen innerhalb der gleichen Rolle benutzt werden. Deiner Kommandoliste Hauptmenü Charakter wurde die Kategorie Rolle hinzugefügt. Dort findest du deine Rollenkommandos. Gut, wir haben jetzt Schutzfeuer erhalten. Du fängst erlittenen Schaden um 20%. Also etwas, was wir ganz oft brauchen werden wahrscheinlich. So. Jetzt können wir weitermachen. Wir müssen nämlich einmal nach da hinten. Der nächste Ort, an dem wir müssen. Das kann alles spaßig werden. Aber hey, wir haben Stufe 8 erreicht. Und das ist schon mal ein großes Stück, was wir weitergekommen sind. Zum Thema Level. So, jetzt kommt das nächste Gebiet rein, wo wir auch Aufträge erfüllen müssen. Wo bleibt denn nur die Schafwolle von der Gockelburg? Die Mühle stehen schon eine Weile still. Was für eine Verschwendung. Der übliche Lieferant ist erschöpft? Ja, so ist das nun mal während der Scher-Saison. Da gibt es im Wollbusiness keine Pause. Na, dir jedenfalls vielen Dank. Denn ohne Wolle stehen die Maschinen in der Mühle still, die Wolle befeuchten und so Filz pressen.
Und das ist pure Verschwendung für Produktivität. Okay. Es gibt aber dann weitere Quests hier. Also von Gebiet zu Gebiet angeln wir uns quasi weiter. Mit Windkraft lassen sich alle möglichen Maschinen antreiben. Nicht nur die Webstühle für Schafwolle, sondern auch Mahlsteine, welche Weizen zum Mehl verarbeiten. Auch der Sonnenweizen, den wir an der Guckelburg ernten, wird hier gemahlen und in Beutel abgefüllt. Und genau diese Beutel haben die tulldreisten Galagos gestohlen. Wenn du den Galagos eine Abtreibung verpassen und mindestens 4 der Beutel frisches Sonnenweizenmehl zurückholen würdest, werden sie die Lektion schon lernen und in Zukunft ihre Finger von unseren leckeren Sonnenweizenmehl lassen. Bringe den Beutel dann zu Skarmhaar an der Gockelburg. Er ist für den Wareneingang zuständig. Okay, du hast aber auch noch was. Schau mal her, ist dieses Windrad nicht wunderbar? Es schnurrt wie ein Kätzchen. Das liegt nicht zuletzt in der gewissenhaften Wartung. Übrigens steht die nächste Inspektion an und dafür muss ich die Zustandsberichte der einzelnen Windradhüte einholen. Ich kann aber meinen Post nicht verlassen, weil ich nebenher noch mit der Verarbeitung von Schafwolle beschäftigt bin. Wirst du für mich mit den Windradhütern sprechen? Frage die 3 Windradhüter nach dem Zustand ihrer Windräder. Dann teile dem Windradbeauftragten Weizzahn, der sich um die Wartung aller Windräder kümmert, das Ergebnis mit. Eieiei. Ja, das sind jetzt so die Sachen, die sich so ein bisschen hinziehen. Das Windrad ist im besten Zustand. Ich habe auch jeden Tag ein Auge drauf und öle die beweglichen Teile, wann immer es nötig ist. Getreide meinen, wo ich bin. Bei all diesen wichtigen Arbeiten helfen uns die Windräder. Ohne sie müssten wir alles per Hand machen. Wir haben hier zumindest komplette Gebiet ja schon fast weg. Galagos, hallo. Macht die Vieh hier kaputt. So, hier hinten ist auch noch ein Auftrag. Brunnenrot. Bist du auf dem Weg in die Mine? Wenn ja, würde ich mich gerne deiner Hilfe bedienen. Bei der Förderung von Eisenerzen, die Arbeiter in denselben Stollen auf natürlichen Gasblasen gestoßen. Das Schwefelgas ist nicht giftig, aber es sinkt so ungeheuerlich, dass die Arbeiter eingestellt werden mussten. Deswegen ist es wichtig, dass den Gasaustritt so schnell wie möglich zu stoppen. Am effektivsten wäre es, dem Steuern die durch die Grabung verloren gegangene Erdessenz zurückzuführen. Bringe zu diesem Zweck diese lupenreine Erdkristalle an den Stellen an denen das Gas austritt. Aber sei gewarnt, der Schwefelgeruch zieht Mistfliegenwurken an. Okay. Hier. Yep.
passiert nichts. Müssen wir mal hier in diese Richtung. Und Mist fliegen. Ich muss auf jeden Fall unbedingt, oder will in dieser Folge eigentlich unbedingt noch die Hauptstory weitermachen, aber ich glaube, das wird das im nächsten Part, was, wenn wir ins nächste Gebiet kommen. Wäre ich mal auf der anderen Seite rausgegangen. Da sind wir wieder. Hervorragend. Du hast das Ding stark und Monster getrotzt und den Gas aus dort gestoppt. Sobald sich das Gas im Stollen verflüchtigt hat, können die Grubenarbeiter zurück an die Arbeit. Dort unten kann es ab und zu schon mal recht riechen. Aber wer sich davon abschrecken lässt, ist für die Arbeit unter Tage nicht geschaffen. Seit der 7. Katastrophe ist der Bedarf an Eisenerz ständig gestiegen. Egal was kommt, ich werde die Mine weiter betreiben. Bis sie keinen einzigen Klumpen Erz mit Preis gibt. So. Ja, Mensch, dann haben wir es doch bald. So. Dann laufen wir mal zu den anderen Windrädern. Wir kümmern uns da einmal drum. Das ist Gott sei Dank auch alles in der Nähe. Hallöchen. Du bist hier, um meinen Bericht entgegenzunehmen. Ich kann dir sagen, dass das Windrad einwandfrei funktioniert. Aber ehrlich gesagt mache ich mir meine Sorgen um die Schäden, die die Monster anrichten. Es kommt nicht selten vor, dass irgendein Biest sich hier hereinschreckt und das frisch gemahlene Mehl mitnimmt. Okay, und dann bleibt nur noch ein letztes. Das ist was, ja, okay. Das ist die Person, die da hinten steht. Wäre ja schön, wenn das jetzt so die letzten Quests hier wären. In welchem Zustand mein Windrad ist? Da sollen wir uns das nicht mal zusammen anschauen. Siehst du dort oben am Ende des Flügels, das Segel, beginnt etwas auszufransen. Weil es ist noch nicht so schlimm, dass man den Flügel neu bespannen müsste. Das Tuch, mit dem die Flügel bespannt sind, ist übrigens das gleiche wie für Schiffssegel. Es hält den Meereswind gut stand. Hast du die Zustandsberichte der Windradhüter mitgebracht? Allein das Rad von Shushu macht mir etwas Sorgen. Ich bestelle schon mal etwas zu für den Fall, dass wir das Segel austauschen müssen. Mit ein wenig vorausschauender Planung lassen sich Ausfallzeiten weitgehend reduzieren. Deswegen ist unser Windpark ständig in Betrieb. Und der nächste Quest. Der nächste Quest, genau. In dieser Gegend ist ganz schön gefährlich geworden. Erst letzte Woche musste ich mit ansehen, wie Kobolde eine Kutsche überfallen und die gesamte Ladung geklaut haben. Wie soll man da noch ruhig schlafen oder konzentriert arbeiten? Weizahn, der Narr, findet das alles doch völlig harmlos und sieht absolut keinen Handlungsbedarf. Ich möchte zumindest, dass mein Mann Myrgram weiß, was hier los ist. Kannst du bitte zur Gockelburg gehen und ihm von den Übergriffen der Kobolde erzählen? Auf ihn ist Verlass. Er wird sicher sofort etwas unternehmen. Gut, also einmal wieder zu Gockelburg.
Es wäre halt auch mega einfach, wenn wir uns halt einfach schon teleportieren könnten. Es wird halt, glaube ich, für eine einzige Klasse halt mega schwer. Es sei denn, wir machen halt mit dieser Klasse halt bis 10 sozusagen hier das Gebiet fertig. Mit einer Klasse machen wir halt oder leveln wir halt über die Story so ein bisschen bis Stufe 10. Und mit der anderen machen wir halt das nächste Gebiet weiter. Das wären halt so die Möglichkeiten. Wo bleibt denn nur das Sonnenweizenmehl? Der alte Weizzahn war auch schon mal zuverlässiger. Wenn ich noch länger warten muss, kommen wir mit unseren anderen Arbeitern arg in Verzug. Da. Du musstest das Sonnenweizenmehl erst den Galagos abjagen. Die nehmen auch alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Dann bist du der Held des Tages. Auf euch Abenteuer ist wirklich Verlass. Das Problem ist, dass an der Gurkeburg keine Soldaten stationiert sind. Deswegen sind wir auf die Hilfe der Abenteurer angewiesen. Wenn es mal ein ernstes Problem gibt. So, wir nehmen jetzt einfach mal ein bisschen Ether. Okay. Haben Sie etwas zu verzollen? Ach, du bist gar keine Händlerin. Entschuldigung, ich bin für den Warenverkehr in und aus der Gurkeburg verantwortlich. Wenn du eine Abenteurerin bist, würde ich dich gerne um einen Gefallen bitten. Ein Lieferwagen, der sich unterwegs zur Gurkeburg befand, ist in der Finstereisenmine überfallen worden. Ich muss wissen, was mit dem Überfall auf sich hat. Wirst du dort einmal vorbeischauen und mit dem Lieferanten, ein fleißiger Ladafil namens Vayo Mayo, sprechen? Er wird dir alle Einzelheiten erzählen. Also ich merke auch, es nimmt wirklich sehr viel Zeit in Anspruch. Aber dafür erfährt man halt auch was so von den Charakteren nebenher und was hier in dem Gebiet eigentlich so los ist, was hier so für Probleme sind. Und das sind halt so Sachen, die habe ich halt vorher nie mitbekommen. Und ja, so verzögert sich jetzt das alles. Ja, wir kriegen vielleicht auch zu viel XP insgesamt. Aber ich meine, wer macht das denn? Wer kümmert sich denn wirklich mal komplett einfach nur um Story? Statt das ewige Dumme draufkloppen. Und das möchte ich halt wirklich erreichen. Vielleicht interessiert sich ja der ein oder andere auch mit für die Story und möchte vielleicht auch hier mitmachen. Also zumindest was er mitmachen. Vielleicht später mit mir dann wirklich, wenn man was man machen kann, vielleicht auch mit mir im Farm. Das kann man halt auch später gerne machen. Wäre halt mega cool. Aber das wird sich halt wirklich um Jahre handeln. Wirklich um Jahre. Es steht außer Frage, dass die Kobolde in letzter Zeit immer dreister werden. Sie wurden auch schon einige Male am nördlichen gelegenen Steckenschuppen gesehen. Meiner geliebten Frau möchte ich natürlich sofort eine ganze Einheit der Gelbjacken zur Unterstützung schicken. Weil leider sind hier an der Gurkeburg keine Soldaten stationiert. Pass auf, ich werde einen Bericht über die Kobolde verfassen. Kannst du den Bericht bitte Ostc4 am Latagran-Grenzposten bringen? Zum Latagran-Grenzposten gelangst du am schnellsten durch die Finstereisenmine. Unterhalte dich am Mineneingang mit Brünnruth über die Gefahren, die dich in der Mine erwarten. Hey. Also, wir kommen immer näher in das nächste Gebiet. Was ich gut finde. Das ist hier wieder der einfache Feld. Hier sind wir jetzt aber doch ein bisschen sehr stark. Das wird aber für heute auch mein letzter Part sein. Also ich werde jetzt noch 10 Minuten machen. Und danach tut aber auch so ein bisschen schon der Halsweh von vielen Drehen. Ich werde dann mich wahrscheinlich jetzt gleich noch ansetzen und die nächsten oder die ersten Parts fertig rendern, fertig bearbeiten und ja. Das wäre das dann so in dem Sinne. Und ja. Mal gucken. Mal schauen. So. Hallo. Ja, der schnellste Weg zu Latangran-Grenzposten führt tatsächlich durch die Finstereisenmine. Die Monster, die da drin
da drin tun dir nichts, solange du sie in Frieden lässt. Allerdings schleichen manchmal auch hinterhältige Kobolde durch die Mine. Von denen solltest du dich in Acht nehmen. Mayo Mayo. Scrumhaar schickt dich hierher, damit du den Überfall untersuchst. Ich kann dir sagen, dass ich von Kobolden überfallen wurde. Sie schlugen ohne Vorwarnung zu. Kam von allen Seiten. Ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Bevor ich mir eine Verteidigungsstrategie zurechtlegen konnte, hatten die Kobolde sie schon die Waren vom Wagen geschnappt. Ein paar von den Banden von der Bande müssen sich noch in der Nähe des Wagens rumtreiben. Versuche den Dieb vom Wagen, dann kommen sie schon raus. Also tu mir bitte den Gefallen und verpasst den diebischen Kobolden eine saftige Abreibung. Nimm ihnen die gestohlenen Waren wieder ab. Das tun wir. Hier ist der beschädigte Karren. Und Kobolde. So. Baderon Berichterstätten. Danke, den hast du es gezeigt. So schnell trauen sie sich bestimmt nicht mehr aus ihren Löchern. Wenn ich mein Pfeifchen aufgebaut habe, wage ich mich noch einmal in die Mine und räume auf. Wirst du die Waren zu Scrumhaar an der Gockelburg bringen? Ja, das machen wir aber dann erst. Ich würde jetzt tatsächlich doch noch gerne in das andere Gebiet schon gehen. Das wäre jetzt zumindest auch so ein kleiner Schmankerl. Das andere können wir dann auch mit den anderen Charakteren noch machen. Aber zumindest, dass wir den einen Etherit noch freischalten. Der nämlich da hinten ist. Das wäre doch noch ganz nett. Dann haben wir zumindest einen Ort, wo wir uns schon mal hin und her teleportieren könnten. Ich meine, Geld haben wir jetzt auch schon genug. Also eigentlich sollte das passen. Hoffe ich. Okay, Puggets. Junger Puck. Ja, das Viecher, die ich nicht brauche. Aber die Bienenwolke brauche ich. Bienenwolke hätte ich gerne. Ist hier keine weitere Bienenwolke mehr? Doch, da. Du machst die Bienenwolke platt. Kommen wir so kurz vom nächsten Level. Wir wären Level 9.
So, jetzt sind wir Level 9. Jetzt sind wir Level 9. Wir können einmal die Hauptquest abgeben. Und vorher... Aber hier am... Ätheriten. So, dann haben wir das nämlich auch schon. Ätheriten, Teleport. Durch das Erlernen von Teleport bist du nun in der Lage, unmittelbar zu Ätheriten zu reisen. Das Teleportmenü erreichst du über Teleport in der Sektion Karte und Transport im Hauptmenü. Teleport benötigt keinen MP zur Ausführung, sondern kostet je nach Entfernung des Ziel-Ätheriten unterschiedlich hohen Gil-Betrags. Wenn du einen Ätheriten als Favoriten speicherst, reduzieren sich Gil-Kosten, um dorthin zu reisen. Die Hälfte. Du kannst immer nur 3 Favoriten speichern. Okay. Dann gehen wir das einmal noch ab. Und du bist wahrscheinlich die frisch gebackene Abenteurerin, die Baderon mir schicken wollte. Ash, Kuran, oder nicht? Danke, dass du den Weg auf dich genommen hast. Ich heiße Stelvian. Ich leite die Sommerfurthöfe. Viele unserer Arbeitskräfte hier waren frühe Piraten. Und zwar auf meinem Schiff, wenn du es genau wissen möchtest. Aber dann kam die große Katastrophe und ich verlor das Prachtstück, beinahe auch mein Leben. Aber alle Sirenen der Weltmeer waren mir hold und ich wurde gerettet, mit schweren Verletzungen, aber ich war am Leben. Diejenigen meiner Männer, die die Katastrophe überlebt haben, standen vor dem Nichts und liefen Gefahr, in den nachfolgenden Turbulenzen unterzugehen. Also setzte ich mich beim Admiral Merwib dafür ein, dass sie sich in dieser Gegend als Landwirte niederlassen durften. Aber nicht jedem von ihnen gelang es, sich an das Landleben zu gewöhnen. Manche sind auf einem Schiff geboren und allein der Gedanke, festen Boden unter den Füßen zu haben, macht sie schwindelig, landkrank sozusagen. Viele scheuen der Feldarbeit, teils weil sie sie verachten, teils aber auch, weil sie sich einfach nicht eingestehen können, dass für ehrliche Arbeit viel Fleiß und Fachwissen erforderlich ist. Die Ackermeister, die ich eingestellt habe, um meinen Männern etwas beizubringen, verzweifeln oft an der Sturheit, die ihnen entgegenschlägt. Es wäre mir eine große Freude, wenn du meinen Männern etwas zur Hand gehen könntest. Vielleicht motiviert sie das, sich mehr zu bemühen. Okay. Nehmen wir das doch. So. Gut. Und ich würde sagen, wir machen hier dann auch beim nächsten Mal wieder. Und ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.